Hallo Werte, Sammler und Sammlerin. Mein Name ist Alex, AK Selector, und ich begrüße euch ja so ziemlich leider zu diesem neuen Video, denn heute ist es leider mal ein etwas ernsteres Thema, weswegen auch keine schöne, entspannte Musik oder so, sondern einfach mal knallhart, einfach nur ein ernstes Thema, was angesprochen werden muss. Und zwar Zensur. Ich will in dem heutigen Video nämlich einen kritischen Blick auf Zensur in Manga werfen. Und der Grund für dieses Video ist relativ simpel, und zwar wurde vor kurzem bei Egmont erneut ein Manga zensiert, und zwar Infection. Was genau? Dazu gleich mehr. Und ich will erstmal einen fetten Disclaimer hier vorpacken. Mir geht es nicht um den Inhalt des Kapitels selber, beziehungsweise dass ich sage, dass ich den Inhalt dieses Kapitels gutheiße. Dem ist nämlich nicht der Fall. Das muss ich auch direkt mal vorne vorweg klarstellen, weil es ist leider Gottes ein Argument, was oft gebracht wird. Sondern ich bin grundsätzlich kein Freund von Zensur. Warum? Dazu nachher mehr. Doch jetzt kommen wir erstmal dazu, was genau wurde bei Infection überhaupt zensiert. Und zwar wird im Band 15, 16 und 17 eine Bonusstory fehlen, die laut Egmont sexuelle Übergriffe auf Minderjährige verharmlost. Was zu ihrem Maßen natürlich ein wirklich sehr, sehr kritisches Thema ist, und da ist es verständlich, dass ein Verlag sagen würde, gut, das schneiden wir raus, das kommt so nicht rein. Keine Frage. Trotzdem war ich im ersten Moment so, okay, ist dies denn wirklich so? Denn man muss sagen, Egmont hatte auch schon Band 2 ja zensiert bei Infection. Und auch damals klang es deutlich schlimmer von Egmonts Seite, als die Szene eigentlich war. Und auch diesmal, ich habe die Szene gesehen und muss sagen, ja, sie ist nun wirklich nichts, was man sehen muss, will, wie auch immer. Trotzdem gibt's da weitaus schlimmere Szenen. In deutschen Manga allein. Und zwar, Beispiel Made in Abyss. Wie viele Loli-Bondage-Szenen gibt's da? Im Großformat. To Love Through Darkness, oder Love Trouble Darkness, wie es im Deutschen heißt. Allein die ganzen Szenen mit Mikan sind, finde ich, genauso fragwürdig, wenn nicht sogar noch fragwürdiger. Und da finde ich das dann halt irgendwie, naja, aber gut, letzten Endes ist es halt Egmonts Entscheidung. Sie sagen selber, was sie veröffentlichen wollen und was nicht. Doch da kommen wir nämlich jetzt zum anderen Punkt. Ich persönlich bin nämlich der Ansicht, Infection hätte so niemals auf Deutsch lizenziert werden dürfen. Aus dem recht simplen Grund, es war einfach relativ schnell klar, in welche Richtung diese Geschichte geht. Denn ja, Band 2 muss schon zensiert werden. Und nun gut, Egmont argumentiert auf Twitter und Co. jetzt damit, ja, man wusste ja zu dem Zeitpunkt noch nichts von dieser Story, deswegen müssen sie es jetzt rausschneiden. Das mag bei der Bonus-Story stimmen. Aber wenn sie den zweiten Band schon zensieren mussten, dieser Band war mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit schon längst raus, als sie das Werk veröffentlicht haben. Wenn sie dieses Band schon zensieren mussten, dann ist es doch klar, dass man damit rechnen muss, dass spätere Bände auch zensiert werden. Denn gerade die ersten paar Bände einer Reihe geben den Ton einer Reihe überhaupt erst an. Und wenn schon Band 2 zensiert wird, ja, es wundert mich, um ehrlich zu sein, dass er erst wieder in Band 15 zensiert wurde. Ich meine, wie gesagt, wäre es jetzt ein Werk gewesen, wo von Anfang an alles tippitoppi war und dann plötzlich ein kompletter Tone-Shift. Okay, da würde ich sogar noch sagen, okay, ich kann es verstehen, wenn der Verlag dies so nicht gutheißen will. Aber trotzdem, ich persönlich bin der Ansicht, dann soll man einen Disclaimer vors Kapitel packen. Denn so wirkt, ich persönlich finde das Rausschneiden einer Szene deutlich kritischer, als sie überhaupt drin zu haben. Denn so, finde ich, schweigt man ein Thema eher tot. Anstelle, dass man vorher vielleicht einen langen Text reinpackt, der sich kritisch mit dieser Szene auseinandersetzt. Tut man so ziemlich so, als wäre diese Szene non-existent. Zumal halt auch viele Leser von diesem Statement nichts wissen, weil wie viele Leser von Infection werden Egmont wohl auf Twitter, Insta oder Facebook folgen? Wahrscheinlich schon einige, aber eben viele auch nicht. Und die wissen dann noch nicht mal, dass diese Szene überhaupt erst fehlt. Und dann zu guter Letzt muss ich halt noch sagen, okay, ich verstehe wahrscheinlich, warum Egmont es zensiert hat, einfach weil ich vermute nicht mal unbedingt, dass sie sagen würden, ja, das können wir so nicht gutheißen. Wahrscheinlich das auch, keine Frage. Sondern hauptsächlich wollen sie wahrscheinlich nicht riskieren, dass Infection auf dem Index landet. Was vollkommen verständlich ist, weil, ja, es ist für einen Verlag wahrscheinlich sehr scheiße, wenn ein Werk, was sie veröffentlicht, plötzlich ein Band nicht veröffentlicht werden darf.
Und trotzdem muss ich sagen, finde ich es, wie gesagt, ein bisschen fragwürdig, weil so schlimm war die Szene jetzt nicht, dass sie auf dem Index gelandet ist. Da haben wir, wie gesagt, schlimmere Werke auf Deutsch bekommen. Unzensiert, wohl bemerkt. Und dann muss man halt auch sagen, selbst wenn es ihnen nur um diese moralischen Gründe geht, finde ich es sehr fragwürdig, dass sie das Werk dann überhaupt weiterhin veröffentlichen, weil so zahlt Egmont Tantiemen an den Autor, sprich sie unterstützen den Autor, der dann vermeintlich solche Szenen verharmlost. Das finde ich dann halt weitaus kritischer. Und mich persönlich macht das einfach traurig, weil gerade Egmont hatte sich in den letzten Monaten, Jahren durchaus gebessert. Ich muss sagen, ich war lange Zeit wirklich einer, der Egmont gehasst hat, weil sie zugegebenermaßen sehr viel Mist bauen. Aber gerade so in der Zeit, allein ihr letztes Programm war wirklich solide. Und selbst da muss ich jetzt sagen, jetzt habe ich wieder Schiss, dass irgendeine fragwürdige Szene vielleicht zensiert wird. Weil es, finde ich, auch nicht wirklich herausgeht, okay, was geht zu weit und was nicht. Zumal Egmont selber in der Vergangenheit schon weit selber sehr fragwürdige Werke veröffentlicht hat, die auch unzensiert. Ein Beispiel wäre Maus. Ein sehr alter Ecchi-Manga, zumaßen, da war wahrscheinlich noch keiner aus der derzeitigen Redaktion in der Redaktion. Aber da, ja, gibt es halt einen Lehrer, der seine Schülerin fickt. Und dafür, das wird dann so ziemlich dargestellt, als wäre er dann letzten Endes der große Held. Weil, ja, Ecchi-Manga. Und das wurde so unzensiert veröffentlicht. Da gab es dann auch keinen Aufschrei. Doch was mich persönlich am allertraurigsten macht, ist einfach, Egmont wird nun für diese Zensur von vielen gefeiert. Und ich bin einfach ehrlich, Zensur ist nie, ist in meinen Augen nie etwas, was gefeiert werden sollte. Wie gesagt, ich bin einfach immer für kritische Auseinandersetzungen. Denn ja, die Szene mag vielleicht nicht so schlimm sein wie manche andere, trotzdem ist sie fragwürdig. Und da hätte, finde ich persönlich, eine kritische Auseinandersetzung viel besser gepasst, als einfach rausschneiden. Und vor allem, nun gut, nun trifft es diesmal nur eine Bonus-Story, womit die meisten noch leben können. Allerdings, die Sache ist, jetzt ist es noch nur eine Bonus-Story. Und da muss ich nämlich sagen, man feiert Zensur nur so lange, wie es auf der eigenen Seite ist. Denn wie gesagt, wer weiß, was als nächstes zensiert wird. Ich zum Beispiel habe jetzt persönlich Angst um The Voynich Hotel, was nächstes Jahr erscheint. Ein sehr, sehr makaberer Manga, also sehr, sehr viel schwarzer Humor. Und gerade da habe ich dann Angst, okay, das ist auch vieles, was den meisten nicht gefallen wird. Wird das jetzt auch zensiert? Man weiß es nicht. Und es macht mich, wie gesagt, einfach traurig, weil ich fing an, Egmont wirklich zu mögen. Auch hier Marco von Egmont. Sehr cooler Typ und mit dem kann man sich auch gut unterhalten. Aber trotzdem wirft das so ein bisschen fragwürdiges Licht wieder auf Egmont. So fühle ich mich halt wie damals, als Band 2 zensiert worden ist, wo ich dann auch erstmal so, ja nee, ich hole mir jetzt nichts mehr von Egmont, was in irgendeiner Art und Weise vielleicht ein bisschen fragwürdig sein könnte. Und gerade das ist beschissen, weil ich sage, ich habe Angst um Voynich Hotel. Warum habe ich Angst um Voynich Hotel? Ich liebe diesen Manga und ich erhoffe mir einfach, dass Egmont mehr von ihnen bringt. Und ja, mir ist bewusst, mein Wunsch von keinerlei Zensur, sondern kritische Auseinandersetzung ist Wunschvorstellung. Das war, dem bin ich mir bewusst, so funktioniert die Gesellschaft nicht, es wird immer irgendwie mal was zensiert werden. Trotzdem bin ich nach wie vor einfach sehr kritisch bei Zensuren und werde sowas auch in Zukunft immer noch sehr kritisch ansprechen. Weil, wie gesagt, für mich ist Zensur niemals eine Lösung. Und das Schlimmste ist an solchen Diskussionen, wenn man sich gegen Zensur ausspricht, kommt halt leider Gottes oft das Argument, ja, man unterstützt diese Sachen ja dann nur. Und dem ist nicht der Fall. Dem ist halt wirklich nicht der Fall. Oder es kommen Argumente wie, man sollte seine Moralvorstellungen überdenken. Es geht hier lediglich immer nur um Zensur selber, nie um die zensierten Szenen. Und ja, das Video geht jetzt schon viel zu lang, aber es muss dann einfach sein, ich hatte halt auch schon auf Twitter mit einigen darüber geschrieben, wie gesagt, die Leute sind halt auch wirklich gespalten, meinungstechnisch. Viele sehen Egmont jetzt als Teufelsverlag schlechthin an, was sie nicht sind. Egmont ist nach wie vor in einigen Aspekten wirklich gut und sie bessern sich auch in vielen Aspekten.
Aber trotzdem, sowas zerstört halt auch wieder Vertrauen. Ich meine, ich kenne genug Leute, die inzwischen, die nach wie vor, nach gut 10 Jahren oder so, Tokyopop immer noch nicht trauen, weil sie vor 10 Jahren sehr viele Reihen abgebrochen haben. Und sowas ist halt, finde ich, ein sehr großer Image-Schaden, wenn man halt so ziemlich die Hälfte der Leute gegen sich bringt, nur die Hälfte der Leute einen feiern. Da ist halt, wie gesagt, finde ich, so ein Disclaimer ein guter Mittelweg. So können zum einen die sagen, die Zensur ist scheiße, okay, damit kann man leben. Und andere Leute, die eben solches Ding, die Zensur sagen, ja man, sowas sollte kein Manga sein, können man trotzdem damit beruhigen, weil eben vorher gesagt wird, hier, diese Szene ist sehr fragwürdig, so und so. Und ja, wie gesagt, das Video geht schon viel zu lang, aber es musste einfach raus. Also danke fürs Zusehen und ciao.